Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland, verschiedene für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um ein schickes Toy, welches wir bei einem Mythic Plus Tournament erspielen konnten. Und zwar haben wir hier einmal donnerndes Banner der Aspekte. Und ja, was macht das? Stellt ein Banner auf, das euren Erfolg im Kampf gegen die Donnernden zur Schau stellt. Und ich würde sagen, das stellen wir jetzt einmal auf. Ihr seht, alle, die dann drumherum stellen, während das aufgestellt wird, die tanzen dann so ein bisschen lustig, leuchten auch ein bisschen gelblich. Ist ein ganz nettes Toy und ja, ist es auch tatsächlich ein Upgrade zu den Shadowland-Pandons. Ja, wie kriegen wir das jetzt und was hat das Ganze auf sich? Im Endeffekt funktioniert das so, dass ihr dieses Toy nicht auf dem normalen Server erspielen könnt, sondern ihr könnt es nur in dem Tournament-Server erspielen. Das Toy, was ich euch jetzt zeige, könnt ihr nicht mehr kriegen, aber die ganze Erklärung, die ich euch jetzt dazu biete, dient ein bisschen dafür, dass ihr vielleicht das nächste Toy der Art kriegt. Und zwar bei jedem Tournament in jeder Season gibt es dann meistens eins von Blizzard. Könnt ihr mitspielen und nein, ihr müsst nicht krass im Plus sein, sondern ihr müsst nur 2 15er Keys auf dem Tournament-Server bestreiten. Diese 15er Keys sind fix und ihr kriegt dann auch maximales Gear. Das könnt ihr euch da einfach beim Händler kaufen. Ist ganz lustig, mal wirklich absolutes Gear quasi eure Träume euch zusammenzustellen. Hat auf jeden Fall was. Also schwer ist es nicht. Das Schwierige an der ganzen Geschichte ist, ein Team zu finden, das sich auf dem Server zur rechten Zeit anmeldet. Hier war es so, dass man sich anmelden musste bis zum 27. Januar. Und dann gab es diese Proving Grounds, das sind quasi dieser Zeitraum, wo man dann beweisen kann, wie krass man ist. Also wenn man da wirklich bei einem Tournament oben mitspielen will, dann spielt man den Key immer und immer höher. Und wenn man nur das Toy haben will, naja, dann spielt man halt die 2 15er Keys und das war's. Das war in dem Fall zwischen dem 1. Februar und dem 8. Februar. Genau, und das Toy gibt es dann Monate später erst, weil Blizzard bei dem ein bisschen lahmarschig ist, beziehungsweise die halt warten, bis das Tournament komplett abgeschlossen ist und dann die Sachen erst, weiß ich nicht, irgendwie trotzdem 1 2 Monate erst später rausrücken. Auf jeden Fall gibt es das dann irgendwann. Das Ganze gab es auch schon in den vergangenen Expansion in Shadowlands, hat man dann hier immer dieses verhüllte Banner der Opportunen, und so weiter, die haben alle irgendwie ein bisschen anderen Namen. Da haben wir auch nochmal verschlüsselt das Banner der Opportunen. Das kann ich jetzt mal im Vergleich auch aufstellen. Seht ihr, da haben wir selben Effekt. Das sind die alten Banner. Bei jeder Season gab es dann wieder ein neues. Da haben wir sogar noch eins. Komm, stellen wir das auch noch auf. Seht ihr? Und so hat das Blizzard immer gemacht, dass es das gleiche Grundmodell ist, bloß mit anderen Farben. Vielleicht hätte ich sie doch näher aufstellen sollen. Jetzt kriegen wir sie nicht alle ganz drauf. Aber wir haben ein schwarzes, ein lilanes und ein rotes. Und es wird sehr vermutet, dass es bei dieser neuen Variante, ne, die so ein bisschen breiter ist, halt auch wieder verschiedene Farbvarianten gibt. Und wenn ihr diese Toys holen wollt, dann müsst ihr euch dementsprechend anmelden. Und wo ihr euch anmelden müsst, will ich euch jetzt mal zeigen. Und zwar gibt es da eine Seite, die schimpft sich Games Battle Major League Gaming.com und dann gibt es halt die WoW-Untersektion. Ne? Geht ihr hier auf WoW und dann könnt ihr euch bei Turnieren eintragen. Aktuell, wo ich das Video aufnehme, sind alle Turniere quasi durch, deswegen gibt es hier nichts. Aber sollte ein Turnier offen sein, könnt ihr euch dann hierfür eintragen, macht ihr euch da einen Account und dann könnt ihr ein Team erstellen. Und wenn ihr euch ein Team dann erstellt habt, dann sieht das so aus. Ich habe das alte jetzt nochmal gespeichert. Dann müsst ihr da quasi Leute einladen über die Tags auf der Seite und wenn ihr das gemacht habt, dann und ihr 5 Leute drin habt, seid ihr teilnahmeberechtigt und sobald ihr teilnahmeberechtigt seid, habt ihr quasi einen zusätzlichen Reiter unten, wenn ihr in WoW einloggt, habt ihr ja die Serverauswahl und unten habt ihr die Sprachen, ne? Englisch, Deutsch, Französisch und so weiter und der letzte Reiter ist dann Turnier und dann könnt ihr auf den Turnierserver einloggen, euch direkt einen Max-Level-Char erstellen und dort, wie gesagt, gibt es einen Händler, wo ihr wirklich die Creme de la Creme an Items kaufen könnt. Ihr könnt euch jegliches Item kaufen auf jeglicher oder ne, es sind, glaube ich, immer die höchste Item-Stufe, die ihr kriegt, ne, mit maximalen Stats und allem, was ganz nice ist. Und dann macht ihr die 2 Keys, die ihr direkt in der Tasche habt. Und dann gibt es halt, wie gesagt, nach einer Weile das Toy, wenn ihr das geschafft habt. Mehr ist es nicht. Wie gesagt, der aufwendige Teil ist, euch rechtzeitig anzumelden, die Gruppe soweit zusammenzukriegen. Und dann gibt es ein schönes Toy. Ja, gut, das sind soweit das, was ich zeigen wollte. Wie gesagt, das Donner der Bannern. Donnerndes Banner der Aspekte so rum. Das kriegt er nicht mehr, aber wie gesagt, das von der nächsten Season lässt er nicht lange auf sich warten, da wird es dann auch wieder genauso sein. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr das dann auch bekommt, also quasi das nächste Teil und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.